Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest 8, die Reise des verwunschenen Königs für den Nintendo 3DS, präsentiert von mir, eurem Duran. Ja, beim letzten Mal haben wir ja schon einiges, ich muss mal irgendwie was schließen, einiges absolviert, einiges geschafft und ich habe gesagt, ich werde trainieren, ich werde sie jetzt bis aufs Äußerste ausmerzen mit im Training und das habe ich getan. Ihr seht, alle haben das Maximallevel von 99 erreicht. Und das Schöne ist, wenn wir jetzt abspeichern, da taucht dann so ein schöner da unten. Du hast schon mehr als genug Kraft. Ja, das stimmt schon. Ich werde jetzt, ich meine, ich habe, jetzt lass mich mal eben gucken, keine Talentpunkte verteilt. Genau, die sind alle noch offen. Und die möchte ich jetzt einfach onscreen verteilen. Und wir fangen natürlich beim Helden an, der erstmal die Schwerter auf Maximum kriegt. Und jetzt haben wir noch 50 Punkte, die wir irgendwohin verballern können. Die einfach total sinnfrei sind. Mach einfach auf Faustkampf. Faustkampf oder Boomerangs ist dann egal, das brauchen wir beides nicht. Gut. Duran Schwerternet verbessert sich und er wird zu einem Schwertgott. Das ist die höchste Stufe. Duran nennt ihn Gigaschlitzer. Okay, Faustkampf verbessert sich. Er nennt die Grundtechniken für waffenlosen Kampf. Er wird zu einem Schläger. Er nennt ihn Abwehrchampion. Er wird zu einem Muskelprotz. Er nennt die Steinschleuder. Er wird zum Kampfkünstler, er lernt die furchtbare Faust. Er wird zum famosen Faustkämpfer, die Angriffskraft 27. Und er wird zum Kampfmentor, dünne Luft. Jengis. Ja, Jengis ist total egal, da packen wir einfach 40 in Keulen. Juhu. Ein kleiner Schläger, er lernt den Herzensbrecher. Zum Knochenbrecher, er lernt den Pfennigfuchser. Er wird zum Hammerkünstler. Ein Monster-Muncher. Wird zu einem Schädelspalter. Angriffskräfte erhöht sich um 10. Jo. Und ihr seht schon, drei Basiswerte haben wir auf 100 gekriegt und einen auf 50. Das ist schon nicht schlecht. Mori. Bei Mori und Elsa machen wir das zuletzt. Ich mache jetzt erst Jessica. Bei Jessica will ich natürlich wegen der Magie-Explosion den Faustkampf auf 100 kriegen. Weil ist einfach cool. Und den Rest können wir gerne auf Peitschen machen. Dann hat sie noch reizende Riemen und einen 15er Bonus dafür. Und passt das schon. Peitschenknallerin. Er lernt die reizenden Riemen und Peitschenwunder. Angriffskraft der Tium 15. Faustkampf verbessert sich zu einer Ringprinzessin. Er lernt die Fähigkeit dünne Luft. Kampfkönigin. 35 Angriffskraft, wenn sie unbewaffnet kämpft. Und Faustin verbessert sich und sie wird die Herrin der Ringe. Damit hat sie die höchste Stufe erlernt. Jessica erlernt die Magie-Explosion. Kommt Angelo. Einen auf Stäbe. So, und den Rest auf, das ist Flinkheit plus 10. Weiß nicht, ob der das so nennt. Und Schwerter. Ach, dann mach einfach Faustkampf. Das ist die Flinkheit plus 10, die da ja steht. Das ist ja einfach für eine Ausweichchance für alles. Ja, natürlich cool. Und wir gucken mal. Gut, Stabtalent verbessert sich jetzt zu einem ästhetischen Magier. Höchste Stufe wurde erreicht. Angelo regeneriert mit jede Runde MP, wenn er einen Stab benutzt. Okay. Schade. Faustkampf wird zu einer einfachen Technik des waffenlosen Kampfes. Angriffskraft erhöht sich um 7. Komisch. Ein Mönch. Flinkheit erhöht sich um 10 mit unbewaffneter. Ach, Mist. Kriegermönch. Angelos Chancen, feindlichen Angriffen auszuweichen, erhöhen sich. Das ist schon mal gut. Faustkampf Meistermönch, Angriffskraft 15, Paladin, furchtbare Faust und großer Paladin Erntemond. Elster. Mit dir bringen wir die Peitsche noch und was haben wir hier? Messer, Giftdolch, Messer, schicker Schnitt. Wenn jetzt Schwerter ausrüsten, Faustkampf. Ach, mach Messer. Ist egal. Das ist uns dann wurscht. Gut. Das Peitschentalent der Roten Elster verbessert sich. Sie hat einen göttlichen Geißelpeitsche. Damit hat sie die höchste Stufe erreicht. Erinnert den Knall fatal. Messerkampftechniken, erinnert den Giftdolch. Schnittige Schnitzerin. Erhöht sich Angriffskraft der Erziehung 5. Stahlharte Schnitzerin. Meuchelmörder. Mächtige Messerstecherin. Angriffskraft der 15. Und monströse Messerstecherin. Schicker Schnitt. Gut, und jetzt haben wir noch Mori. Da bringen wir die Klauen hoch. Und hm.
Ja, Schleimschlachter. Metallmeer? Okay, das mache ich mal. Ich will wissen, ob diese Boomerangs dann. Was das wohl macht bei dem Metallmeer? Schon cool. Okay. Morris Clown-Talent verbessert sich in Clown-Genio. Damit hat er die höchste Stufe erreicht, die Hand Gottes. Boomerang-Technik regeneriert über Kreuzwurf. Boomerang Adetto. 5. Boomerang Technico. Energiewurf. Boomerang Spezialista. Schleimschlachter. Boomerang Bomber. Angriffskraftstation 10. Boomerang Sensazione. Metallmeer. Okay, jetzt will ich mal eben gucken. Magie? Nein, nicht Magie. Nee, Moment. Was war der denn jetzt noch? Tribute? Mori? Kann man nicht genau einsehen. Na gut, egal. Jedenfalls, wir wissen ja Bescheid. Ich speichere jetzt mal eben ab, sonst muss ich das nochmal machen, falls wir einen Damage-Lose erleiden. Außerdem müssen wir gucken, welche Charakter packen wir jetzt ins Team. Also Angelo ist halt der Heiler und Durans ist auch schon fest drin. Die Frage ist jetzt, Genghis? Genghis hat natürlich die beste Axt, aber die Keule zum Beispiel von Mori. Ja, ist gut. Die ist besser. Ja, Genghis hat die Axt des Eroberers, Mori hat aber den Megatonnenhammer. Und der ist 493 und Genghis hat 549. Okay, das ist natürlich schon ein mächtiger Unterschied. Mori hat den Metallkönig-Schild. Und Flinkheitsring. Kann ich den auch... Genghis kann den auch ausrüsten. Dann hat er 410. Und Mori ist ziemlich schlecht, was verteilt. Okay, Genghis bekommt den. Für den Ogerschild. Ja. Okay. Den kann er gar nicht ausrüsten. Leer. Also wird Genghis wohl für Mori denn die Stelle einnehmen. Jessica oder Elster? Eigentlich Jessica. Geißel ist ein 420er und Faun ist 413. Das tut sich nicht viel. Wer ist denn? 387? Ja, das ist natürlich ein Unterschied, ne? Aber kann Elster das tragen? 13. Was könnte den Schild übernehmen? Kann sich auch. Das würde natürlich alles verbessern. Aber kann die Elster? Die Elster kann aber keine. Ne. Die kann keine Wiedergeburt. Dann müssen wir bei dem Team bleiben, was wir haben. Standardteam. Nun gut, wir sind beim letzten Mal. Dragoviana technisch haben wir alles geschafft. War easy peasy. Ich kann mal eben kurz gucken, was noch zu machen ist. Die Fotosafari wollten wir auch noch machen. Ich kann euch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe ein bisschen rausgefunden, nicht abgeschlossen. Ne? Mächtigstes ist aller Monster. Das ist halt das letzte Monster, was wir in der Cave da finden, in der Übungshalle. Und das hier, das sind einfach pure Zufallsdinger. Da taucht irgendwo eine Fee auf. An 5 verschiedenen Stellen taucht irgendwann mal eine auf und alles ganz dubios. Dann soll man wohl 15 Minuten lang in Furbury rein und raus gehen und irgendwann taucht die dann an einem dieser 5 Stellen auf nach 15 Minuten. Ich sag, hä? Blödsinn, was soweit, also das, was sowas angeht. Ich werde mich dann noch näher informieren und weiß nicht, ob ich die Fotos onscreen mache und sonst erzähle ich euch einfach, wie ich das gemacht habe, weil. 5-mal jeweils 15 Minuten, das ist auch Quatsch. Ja. Und den Rest haben wir halt fertig. Wir sind nur noch diese paar Quests. Gut. Das dazu. Magie.
Alter, von wo war denn jetzt nochmal diese scheiß Übungshalle? Ach, warte mal. Ach ja, Martha. Oh Gott. Ich muss dir jetzt echt überlegen. Und ich will jetzt auch herausfinden, wie gut wir sind. Indem ich trinke. Rang X der Monster Arena habe ich auch nicht vergessen. Apropos Monster Arena. Mal gucken. Ja, Massakermaschine habe ich ausgewechselt. Seht ihr, Steinmann, Ziegelmann und Goldmann. Und Zahl der Runden 4, Bleikönig, weiß ich jetzt nicht, ob ich den drin haben will. Greifer ist gut, Skeletor ist gut, die haben halt durch mein Training auch ordentlich noch dazugekriegt. Bleikönig kann meinetwegen raus. Erzfeind oder Erzfeind? 35, was hat denn Silvester? 60, der ist besser. Sieht es bei Alzyklope aus? Nicht so krass. Papa Troll? Alter, Papa Troll. Schnapper ist es nicht wert. Hackzilla. Oh, Hackzilla ist gar nicht schlecht. 336. 360 ist natürlich besser. Morgenstern. Buschenrüpel. Oh. 42 ist auch nicht schlecht. Aber Silvester ist ja wohl die bessere Wahl. Dann bleibt die Matter. Okay. Dann gehen wir jetzt los. Wir müssen mal ein bisschen hier vorankommen. Na, in diesem Part heute wollen wir doch wenigstens nochmal versuchen, einen weiteren. Also wir haben Geysir in Memories, haben wir schon besiegt. Und auch den Abt in Memory haben wir auch schon besiegt. Was ist denn das so dunkel? Als Nacht ist Duran. Ja, ja, ist gut. Ist Nacht geworden, weil ich so getrödelt habe. Hey, war schon viel besser. Alter, das ist einfach so übel hier, wenn man überlegt. Also ganz oben links, ganz oben links wird der stärkste Gegner sein. Da kommen wir halt wirklich nur am Ende hin. So, Geysir, da kommen wir ja vorbei. Den können wir aber jederzeit wieder herausfordern. Das finde ich interessant. So, kriegen wir. Oh, finde ich nicht. Oh, die Samen haben wir ja auch noch. Die müssen wir auch noch verteilen. Das müssen wir gleich auch noch eben machen. Den Abt haben wir auch besiegt. Ein bisschen Angst, wenn ich zu nah an die ranlaufe, dann gibt's einen. Dann fordern die mich direkt wieder heraus. Was haben wir da? Talentsamen. Ach du Scheiße. Na gut, die brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay, dann machen wir jetzt mal eben Gepäck. Beutel. So, wir sind ja eigentlich sortiert, ne? Genau, hier. Stärkesamen 12 Stück, Flinkheitsamen 7, Ausdauer 7, Talentsamen 19, die braucht kein Mensch. Weisheitsamen 9, Talentsamen X3, Lebenssamen 15, Magiesamen 11. Okay, machen wir mal gleich. Ah, die sparen wir uns auf. Ach ja, hier war ja die Truhe. Okay, Freunde, gleich drauf. Die Truhe, die Venus, die Tricktruhe, Truhentricker, was weiß ich hier, wie heißt sie noch? Ach scheiße, jetzt ist ja Morgan noch eine Fallenkiste. Ja, zack. Nein, Moment, Morgan raus, Angelo rein. So war es richtig. Gut, Fähigkeit, Teamruf, morgen die Massakermaschinen als erstes raus. Ja, yeah, das Golem-Trio. Tohu Wabohu, okay. Clear auch. Er macht zwei Angriffe. Also wegen mir darfst du ruhig, dürft ihr euch ruhig verbinden. Wollen sie nicht. Ja, die sind ziemlich, also wenn sie sich nicht verbinden, sind sie ziemlich schlecht, ne? Habt ihr gesehen? Okay. Gigaschlitzer. Um die Bekampftechnik vernichtet deine Feindgruppe komplett. Ja.
Ich würde mal sagen, wir machen mal, warte mal. Hängt eine Gruppe von, ach nee, dann konzentrierst du dich mal, du machst mal Gepäck, Fokus Tambourin, du zauberst mal, die Resistenz, senkt die Resistenz einer Feindgruppe, Bantans, nennst du Boing, die gegnerische Zauber zurückwirft, Edge, hätte eine Gruppe Energie anzuwenden, Megastärkung. Und du zauberst meine Abschirmung. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Tovabo ist schon kacke. Konzentration, Fokus Tambourin, Zauber. Du kriegst sie doch da raus, oder? Hä? Krieg ich keine Verwirrung gestoppt? Na toll, dann mach Energieschub auf Duran. Guck mal, die Explosion. Hast du die gestoppt? Okay, ich kann keine Verwirrung ausschalten. Krass. Schön. Schön, wenn Crit so sitzt, Drachenseele. Fokus Tambourin wieder, Zauber. Vollheilung Duran. Wenigstens können wir Schaden drücken. 1500 ist schon nicht schlecht. Cool. Der kann schwuppdiwupp. Nicht schlecht. Aber die sind wieder da, okay. Konzentration, Fähigkeit, Helmspalte, Zauber, Wiedergeburt. Jetzt sind sie auch alle wieder so da, dass es keine Probleme gibt. Nochmal konzentrieren, Gepäck, Fokus Tambourin, Zauber, Vollheilung für dich selbst und du Gepäck. Fokus Tambourin. Das ist schon mal sehr gut. Das ist ganz schlecht. Fähigkeit Drachenseele. Oh, aber er ist wieder da. Mit 4000 umgeräumt. Frank ist das besiegt. Ein Flinkheitssamen. Juhu! Wir haben die Fallenkiste in Memory besiegt. Was ist jetzt los? Ach, okay. Oh, was steht hier denn? Erst die Truhen öffnen. Ein rostiges Schwert. Noch eins, okay. Und ein Stärkesamen. Wer durch die Galerie des Gedenkens schreitet, den Ort, an dem zwungene Bestien weilen, der soll wissen, dass diese Tafel Trost bereitet, kann sie Wunden durch in Windeseile heilen. Oh, cool. Oh, das ist aber nett. So. Okay, da gibt's hier keinen Preis, dann gibt's den Preis hier. Gibt's den Maulwurf. Der Maulwurf, was will er denn? Der ist, also, den bauen sie hier ein? Er hätte es nicht gedacht. Also, die,
die den Kalamari auch nicht benutzt haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass sowas wie Don Maulwurf, der auch nicht wirklich cool war. Naja, was heißt nicht wirklich cool? Der jetzt nicht der stärkste war, dass sie den auch nicht reinbauen. Naja, aber gut. Okay, Freunde. Den gibt's aber erst beim nächsten Mal. Ich mache hier einen, wir machen, genau. Mein Finger und ich machen hier einen Cut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.